Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße schon mal die, die da sind. Frau Wiesenthal, Sie haben Ihre Hand gehoben. Ist das schon vorab eine Frage, bevor es losgeht? Gut, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei der Ringvorlesung Wirtschaftsrecht. Wir haben 12:30 Uhr, deswegen beginne ich heute mal. Und zwar habe ich heute die ehrenvolle Aufgabe,
den Referenten zu begrüßen erstmal. Hallo, Herr Börske, schön, dass Sie da sind. Ich werde Ihnen auch gleich sofort das Wort erteilen, möchte aber auch meine Aufgabe wahrnehmen, um ihn einmal vorzustellen. Und zwar begrüßen wir heute in der Ringvorlesung Professor Michael Börskens. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, deutsches, europäisches und internationales Wirtschaftsrecht. Und Sie merken schon, die Bezeichnung des Lehrstuhls ist sehr lang, aber all das steckt auch dahinter. Herr Börskens ist ideal geeignet für diese Ringvorlesung, weil er letztlich das Wirtschaftsrecht von A bis Z abdeckt. Ich würde sagen, er könnte die hier vertretenen Schwerpunktbereiche fast im Alleingang bespielen. Und deshalb freuen wir uns, dass Sie heute hier sind, Herr Börskens, und uns einige Dinge zur ökonomischen Analyse des Rechts erzählen, und zwar bezogen auf das Gesellschaftsrecht. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, warum kommt ein Professor aus Passau diesen virtuellen Weg nach Düsseldorf? Die Antwort ist ja recht leicht. Herr Börskens ist quasi ein Kind dieser Fakultät hier in Düsseldorf. Er war jahrelang hier tätig, hat in Düsseldorf studiert, Referendariat gemacht und war lange Zeit Mitarbeiter bei Herrn Professor Noack, hat sich dann habilitiert und ist dann über den Weg über Bonn nach Passau. Und mehr Worte möchte ich gar nicht verlieren. Herr Börskens, bitteschön. Ja, ganz vielen Dank. Ich hoffe, alle können mich gut hören. Ein paar technische Hinweise vorab. Diese Vorlesung wird aufgezeichnet. Das haben Sie vielleicht gesehen oben rechts. Wenn Sie also sich mündlich beteiligen würden, würde auch Ihre mündliche Aussage mit übertragen. Vom Video her werden ausschließlich die Folien aufgezeichnet. Das heißt, Videos werden gar nicht angezeigt. Also, wenn Sie mich hier sehen wollen, ist das die einzige Chance für Ihr Leben, mich mal in echt zu sehen. Wenn Sie Fragen haben, die Sie hoffentlich auch alle direkt stellen, dann ist der einfachste Weg, das im Chat zu tun. Ich lese den Chat quasi in Echtzeit mit und antworte dann mündlich auf Ihre Fragen. Das heißt, Sie können da mit Pseudonym schreiben, was Sie wollen und Beleidigungen austauschen oder auch vielleicht was Nettes schreiben. Und ich werde das dann lesen und berücksichtigen. Wenn Sie oben meinen Namen anklicken, dann geht es nur an mich und nicht an die Allgemeinheit. Wenn Sie an alle schreiben wollen, können Sie natürlich auch an alle schreiben. So, technisch also alles im grünen Bereich. Inhaltlich haben wir vor uns die komplette ökonomische Analyse des Gesellschaftsrechts. In Bonn hatte ich dafür eine Vorlesung ein Semester lang, jede Woche 90 Minuten. Aber wir sind ja in Düsseldorf, da ist man schnell und gründlich und da reicht uns auch ein 90-Minuten-Vortrag, um das alles zu verstehen. Damit Sie sehen, was wir alles vor uns haben, habe ich auch eine Gliederung vorbereitet. Wir fangen an mit Ökonomie-Grundzüge. Das heißt, was ist eigentlich Ökonomik? Was machen Ökonomen den ganzen Tag? Da kann man auch eine eigene Vorlesung, Rechtsökonomie-Grundzüge zu besuchen, mache ich hier auch nicht. Also das geht im Schnelldurchgang. Und dann geht es ganz allgemein um Unternehmungen, das heißt um Organisationsformen für wirtschaftliche Tätigkeiten. Und da habe ich die klassischen Basics aufgegriffen, angefangen damit, warum macht man überhaupt Dauerschuldverhältnisse und nicht direkt erfolgsbezogene Punktverträge. Dann im nächsten Schritt, warum hierarchisch organisieren und nicht einfach alle gleichberechtigt? Warum braucht man einen Chef? Dann die Rolle im Außenverhältnis, das Unternehmen als Struktur, als Verhandlungspartner und dann Mehrpersonengesellschaften in Koordination und last but not least Haftung. Und schließlich, warum kann man das nicht alles einfach durch Verträge regeln? Warum brauchen wir zwingendes Gesellschaftsrecht? Sie sehen ein Rundum-Gesellschaftsrechtspaket. Wenn Sie das alles können, dann beherrschen Sie die Welt. Dann können Sie Kapitalmarktrecht, Kapitalgesellschaftsrecht, staatliche Pflichtfachprüfung, alles thematisch abgedeckt. Damit Sie sehen, wo wir dran sind, ist immer am linken Rand die Gliederung und Sie sehen, an welchem Punkt wir sind. Und zum Schockieren der Zuschauer ist unten auch die Folienzahl abgebildet. Sie sehen, wir sind auf Folie 1 von 107
Und Sie sehen, da muss ich etwas schneller reden, damit wir auch alles abdecken können. Gut, fangen wir an mit den absoluten Basics. Was überlegen sich Ökonomen oder ganz konkret, was überlegen sich Volkswirte? Und im Idealfall ist die Aussage ganz einfach. Wir haben eine Gesellschaft von Individuen und unser Ziel ist es, diese Individuen möglichst glücklich zu machen. Das heißt, ihren Nutzen zu maximieren. Das klingt total einfach, alle Menschen glücklich machen. Das klingt nach der Jobbeschreibung eines Wirtschaftswissenschaftlers. Aber wie kann man das nun machen? Nun, zunächst mal guckt man, was sind das denn für Menschen? Und wir teilen diese Menschen in Gruppen ein. Es gibt hier in unserem Beispiel die grünen Menschen und die roten Menschen. Die roten Menschen haben etwas, was sie nicht brauchen, und die grünen Menschen hätten gerne etwas, was die roten Menschen haben. Und das Einfache, was dann passiert ist, die einen geben es einfach ab und haben es dann nicht mehr, und die anderen haben das, was sie brauchen. Das ist ein einfacher Prozess. Um den Nutzen aller zu maximieren, nehmen wir das der einen Person weg und geben das der anderen. Und irrelevant ist, ob der Einzelne einen Nutzen hat, solange in der Summe der Nutzen stimmt. Das heißt, wir gucken, ob die Gesamtzufriedenheit dadurch steigert. Wenn also die grünen Menschen mit der Sache viel mehr anfangen können als die roten, dann müssen die roten notfalls gezwungen werden, ihre Sache abzugeben, um den Gesamtnutzen zu maximieren. Das kennen wir auch alle aus dem Alltag. Wir greifen den Armen mit Subventionen unter die Arme und nehmen es den Reichen mit Steuern weg, weil wir unterstellen, dass dadurch Unternehmen möglicherweise gefördert werden, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo wir die kleinen Mittelständler fördern mit Steuergeldern, die alle bezahlen. Wichtig, es geht immer nur um die Summe, das heißt nicht um den Nutzen des Einzelnen. Die Volkswirtschaftslehre interessiert sich grundsätzlich nicht dafür, ob Sie als Individuum glücklich sind, solange wir es schaffen, die Gesamtsumme zu maximieren, den Kuchen möglichst groß zu machen, egal wie die Stücke verteilt werden. Was nun bei der ganzen Sache passiert ist, wenn wir Leuten Sachen weggeben oder Tauschgeschäfte durchführen, verursacht das Kosten. Denn es ist nicht so, als ob Leute freiwillig Sachen aufgeben, einfach so Sachen liegen lassen, die andere mitnehmen können, sondern sie wollen Gegenleistungen und diese Gegenleistungen wollen wohl bemessen sein, wohl überlegt sein. Da entstehen Verhandlungskosten oder auch Transaktionskosten. Das fängt schon damit an, dass Sie möglicherweise ins Internet gehen, um einen Preisvergleich durchzuführen, dass Sie im schlimmsten Fall sich irgendwelche Wirtschaftsberater hinzuziehen, Unternehmensberater, Anwälte, Steuerberater oder noch schlimmer, dass Sie irgendwie das Ganze auf jemanden delegieren und sagen, es soll ein Makler tätig werden, weil Sie sich selber unfähig fühlen. All diese Leute wollen aber auch einen Teil abhaben von Ihrem Gewinn und so werden Transaktionen immer teurer. Und wenn Sie genau wissen, es ist viel Arbeit, was zu machen, lassen Sie es vielleicht ganz sein, sodass das optimale Ergebnis verfehlt wird, sodass eine Lähmung eintritt. Das weitere Problem an der ganzen Sache ist, dass all diese schönen Sachen jemanden brauchen, der sie durchsetzt. Angefangen vom Richter bis hin zum Gerichtsvollzieher oder dem Anwalt. Und all diese Menschen, die tolle Berufe ausüben, für die sie nach dem Studium qualifiziert sind, kosten Geld. Der Steuerzahler zahlt für jeden Prozess vor dem Zivilgericht erhebliche Summen. Der Staatsanwalt kriegt ein monatliches Gehalt, was durchaus nicht schlecht ist. Und das wird alles bezahlt von der Allgemeinheit. Das ist Geld, was man vielleicht auch verwenden könnte, um Menschen glücklicher zu machen, indem man ihnen Geschenke macht, wie schöne Kinos, schöne Bibliotheken, Museen und Ähnliches. Das nennt man Administrativkosten. Und auch das mindert den allgemeinen Wohlstand. Je höher die Kosten werden zur Durchsetzung des Rechts, desto weniger bleibt für die Bürger übrig. Klingt für einen Juristen traurig, ist aber so.
Das weitere Problem besteht darin, dass eine Person mit beliebig vielen Leuten Verträge schließen kann, aber letztendlich eine Sache nur einer Person zukommen kann. Damit entstehen mit jedem Vertrag Verluste bei allen anderen, die die Sache nicht bekommen haben. Noch schlimmer ist es, dass bestimmte Kosten gar nicht im Preis abgebildet werden, etwa Umweltschäden. Wenn Sie mit dem Flugzeug nach Australien fliegen, dann verursacht das eine erhebliche Umweltbelastung. Diese Umweltbelastung ist aber nicht im Preis abgebildet und ist daher im allgemeinen Wohlstand gar nicht einkalkuliert. Das nennen die Ökonomen Externalitäten, das heißt die indirekte Wirkung ihrer Handlungen oder ihrer Geschäfte auf andere. Wenn also jemand jetzt keine Luft mehr kriegt, mag das nicht nur an Corona liegen, sondern möglicherweise auch an der Umweltverschmutzung durch Ihren letzten Australienflug. Und diesen Preis müssen Sie nicht bezahlen. Es gibt keinen Schadensanspruch der Leute, die an Umweltschäden erkranken, gegen diejenigen, die von den Umweltschäden profitiert haben. Auch das ist ein Problem, was die Ökonomie beschäftigt. Und das soll auch schon als allgemeine Grundlagen der Rechtsökonomie genügen. Wir haben uns jetzt hier erstmal gespart, alles mit Verhaltensökonomik und die Details. Merken sich aber erstens Menschen glücklich machen. Zweitens, dazu sind Transaktionen nötig, das heißt das Verschieben von Gegenständen von A nach B. Diese Verschiebung kostet Geld, nämlich Investitionen für Berater, Zeit, die man möglicherweise anders verwenden kann oder auch der Erwerb von Informationen. Und nächster Schritt, das Ganze verursacht Durchsetzungskosten, wenn der Staat das überwachen muss und Leute bestrafen muss, die gegen die Regeln verstoßen. Und jede Handlung geht auf Kosten anderer, entweder indem der Preis sich verändert und die Sache nicht mehr verfügbar ist, oder ganz indirekt, indem nicht eingepreiste indirekte Nebenfolgen auftreten. Wie gesagt, normalerweise ein Semester Grundvorlesung Rechtsökonomie, aber das reicht uns jetzt. Gut, jetzt geht's endlich los mit Gesellschaftsrecht. Alle, die jetzt schon abgeschaltet haben, denken sich, wovon redet der? Hier geht es um Unternehmungen und sie fragen sich, was soll das für ein blödes Wort sein? Warum redet er nicht von Unternehmen? Kann der etwa kein Deutsch? Naja, der Grund dafür ist, dass es da um the theory of the firm geht. Und theory of the firm ist ein englischsprachiger Ausdruck, wie vieles in der ökonomischen Analyse. Und die wörtliche Übersetzung Theorie der Firma wäre für deutsche Juristen irreführend, denn sie erinnern sich alle an ihre Vorlesung Handelsrecht. Da haben sie nämlich gelernt, die Firma ist nur der Name eines Kaufmanns. Der Name eines Kaufmanns bedeutet, Sie sagen, ich heiße Siemens AG oder ich heiße Schnucki Putzi Online Shop. Und in diesen Fällen treten Sie damit nach außen auf. Das ist aber nicht der Inhalt der ökonomischen Theorie der Unternehmung. Es geht nicht um die Firma, es ist kein Namenssystem, sondern es geht um die innere Struktur, darum, was ein Unternehmen zum Unternehmen macht. Warum reden wir dann nicht einfach vom Unternehmensrecht? Das ist doch bekannt und bewährt. Für alle Kartellrechtler ganz cooler Ausdruck. Nun ja, der Begriff Unternehmen ist, wie uns Carsten Schmidt in seinem Buch Unternehmensrecht 1 und 2 belehrt, ein Begriff, der abgrenzen soll vom Unternehmensträger und auch abzugrenzen ist vom Unternehmer, der nämlich kontextbezogen für bestimmte Rechtsgeschäfte benutzt wird. In beiden Fällen geht es weniger um die interne Struktur, sondern ausschließlich um das Außenrecht, das heißt, wie sich ein Subjekt gegenüber Dritten darstellt. Das Unternehmensrecht im Sinne von Carsten Schmidt ist also primär das Handelsrecht, das Recht der Handelsgeschäfte, das Recht der handelsrechtlichen Stellvertretung, also das Auftreten einer wirtschaftlichen Einheit nach außen.
Das ist für die Kartellrechtler sehr schön. Das ist sehr ähnlich wie der Begriff der wirtschaftlichen Einheit, den wir in 101, 102 AEUV kennen. Aber es ist nicht der Begriff, den die Ökonomen interessieren. Die Ökonomen interessieren auch die inneren Abläufe. Wie ist eine Unternehmung strukturiert? Wie entsteht sie? Was macht sie? Und wer profitiert davon? Wenn wir also den Begriff Unternehmung in Abgrenzung Unternehmen definieren, taucht da in der Tat die Wirtschaftseinheit, ähnlich wie im Kartellrecht, auf. Aber man versucht, allgemeingültige Merkmale herauszuarbeiten. Und das gilt sowohl für den Einzelkaufmann, also den Kioskbetreiber, den Handwerker, den Friseur oder ähnliche Unternehmen, genauso wie für die Kleingewerbetreibenden, die noch nicht mal nach Art und Umfang kaufmännische Einrichtungen erfordern, also die möglicherweise ein Nebengewerbe betreiben oder die so klein sind, dass sie da noch nicht mal eine Buchführung brauchen. Es gilt auch selbstverständlich für die Freiberufler, Anwälte, Notare und Ärzte. Das ist also ebenfalls kein Problem. Interessanter wird es dann aber im gesellschaftsrechtlichen Bereich. Da geht es sowohl um die Aktiengesellschaft als Großunternehmensstruktur als auch um die Gesellschaft bürgerlichen Rechts als kleinste denkbare Version, also als enger Verbund, wo man grundsätzlich einstimmig handelt, unabhängig von Art und Umfang, wie gesagt, das heißt auch bei kleinster Tätigkeit. Aber das Ganze geht noch weiter. Man umfasst auch das Konzernrecht. Auch das kennen Sie aus dem Kartellrecht. Man sagt, ein Konzern kann insgesamt als Einheit auftreten, wenn Sie ein Weisungsrecht haben nach 37.1 GmbH-Gesetz oder nach 308 Aktiengesetz, weil Sie einen Beherrschungsvertrag geschlossen haben, bilden Sie eine Einheit nach außen. Und auch da haben Sie typische Abläufe, die ähnlich sind wie auch in anderen Unternehmensformen. Noch weitergehend will ein Teil des Schrifttums sogar Vertragsnetze umfassen, also Franchise-Systeme, sowas wie McDonald's oder Eismann oder Ähnliches, weil auch da haben Sie im Grunde eine ganz starke Abhängigkeit der gebundenen Unternehmer auf der untersten Stufe von dem herrschenden Unternehmen. Im Kartellrecht kriegen wir das teilweise bei den Handelsvertretern hin, wo wir die sogenannten unechten Handelsvertreter haben, die eben nur ein verlängerter Arm des Unternehmens sind. Und im Schrifttum wird auch gesagt, selbst ein Kartell bildet eine Einheit und ist damit eigentlich eine Unternehmung im Rechtssinne. Das würde natürlich im Kartellrecht keinen Sinn machen. Wenn jedes Kartellrecht ein eigenes Unternehmen bilden würde, wäre das automatisch eine Innenbindung, die keine Vereinbarung darstellt. Das heißt, der kartellrechtliche Begriff passt deshalb schon nicht, weil wir hier auf die Struktur schauen und weniger auf ihren Einfluss nach außen. Gut. Da wir bei Ökonomen sind, interessiert uns weniger das Wie. Juristen lernen immer, das Gesetz sieht das so und so vor, das ist die Struktur, die wir haben wollen. Den Ökonomen interessiert eher, warum ist das so und warum entwickeln sich bestimmte Gestaltungen weltweit in ähnlicher Form heraus? Warum hat sich eine bestimmte Organisation bewährt und wird in der Praxis so angewandt? Das heißt, wir können ganz allgemein uns fragen, warum beobachten wir, dass es Unternehmen gibt, die über viele Jahre funktionieren? Warum wird nicht alles nur spontan gemacht? Oder warum sind Unternehmen nach außen hin rechtsfähig und können Träger von Rechten und Pflichten sein? Warum können sie Marken erwerben? Warum können sie Grundstücke erwerben? Warum ist ein Label wie Apple Geld wert und die Leute zahlen für Klopapierrollen, wo ein Apfel draufklebt, mehr Geld als für solche, wo das nicht draufklebt? Und schließlich muss der Ökonom sich immer fragen, was haben die Juristen damit zu tun? Warum brauchen wir eigentlich zwingende Regeln und warum können die Menschen das nicht einfach untereinander ausfechten und das vereinbaren, was sie gerne haben wollen? Um es nochmal deutlich zu machen,
Im deutschen Recht sind Konzerne selbstverständlich nur Netzwerke von rechtlich selbstständigen Unternehmen. Das regelt § 15 Aktiengesetz explizit. Er sagt, ein Verbundesunternehmen besteht aus rechtlich selbstständigen Unternehmen. Rechtlich selbstständig ist genau das, was den Ökonomen interessiert, denn rechtlich ist nicht immer tatsächlich. Nur weil etwas im Gesetz angeordnet ist, heißt noch lange nicht, dass es der Realität entspricht. Und wie wir im Kartellrecht inzwischen sehen oder auch generell im Compliance-Bereich, nehmen wir das auch nicht mehr wirklich so ernst. Stattdessen sagen wir, Selbstständigkeit ist eben auf dem Papier gegeben, aber wir gucken auf den realen Bestand. So haben sich also die ökonomischen Überlegungen letztlich gegen die rechtlichen durchgesetzt. Gut, damit Sie nicht einschlafen, obwohl ich hier so schnell rede, habe ich immer kurze Zusammenfassungen eingebaut. Das ist hier alles etwas frontal. Sie sind jetzt alle geschockt. Aber anders als in meinem Zoom-Raum habe ich hier auch keine Möglichkeit, Sie mit lustigen Umfragen zu unterhalten. Also muss ich mich hier auf, viel Gerede beschränken. Gut, der Begriff Unternehmung ist die deutsche Übersetzung des englischen Worts Firm aus CEO of the Firm, weil sowohl der Begriff Firma als auch der Begriff Unternehmer bzw. Unternehmen anderweitig belegt sind und daher nicht zur Verfügung standen. Da es sich um einen nicht juristischen Begriff handelt, geht es auch um Sachen, die der Jurist als Verband rechtlich selbstständiger Einheiten betrachten würde. Und daher ist es eher dem ökonomisch geprägten Kartellrecht nahe als dem, was man im normalen Studium als Gesellschaftsrecht kennenlernt. So, damit kommen wir jetzt endlich zur Sache. Es geht nicht nur um Definitionen, sondern es geht auch um Inhalte. Und dazu müssen wir ein wenig ausholen und wir müssen uns ins Schuldrecht bewegen. Sie kennen alle den Werkvertrag und den Dienstvertrag. Und bei einem Werkvertrag haben Sie den großen Vorteil, es ist ein Erfolg geschuldet. Wenn er schlecht ist, können Sie mindern, Schadensersatz verlangen oder sogar zurücktreten. Bei einem Dienstvertrag ist es sehr schwierig. Sie kriegen zwar Schadensersatz, aber eben nicht, weil der Erfolg nicht stimmt, sondern weil derjenige gar nicht erschienen ist oder sogar Ihre Sachen beschädigt hat. Das heißt, das ist sehr viel schwieriger. Minderung im Dienstvertragsrecht haben wir gar nicht, also ganz kritisch. Der Werkvertrag ist also eine tolle Sache für Sie. Sie kriegen einen Erfolg und der wird durch Gewährleistungsregeln garantiert, insbesondere dadurch, dass so lange verschuldensunabhängig nacherfüllt wird, bis das Ergebnis stimmt. Sie können Werkverträge je nach Bedarf abschließen. Das heißt, wenn Sie heute etwas haben wollen, dann können Sie das on demand produzieren lassen und müssen nicht erst jemanden auf Dauer für sich bereithalten. Wenn Sie also zum Beispiel Ihren Butler haben, dann bezahlen Sie ihn auch, wenn Sie im Urlaub sind oder den Butler nicht brauchen. Wenn Sie dagegen einmal einen Reinigungsdienst bestellen, der kurz Ihre Wohnung putzt, dann zahlen Sie nur dafür, dass die Wohnung am Ende sauber ist. Und wenn Sie ihn nicht brauchen, brauchen Sie auch nicht zu bestellen. Zudem ist die Vergütung erfolgsabhängig. Das heißt, es hängt davon ab, wie das Ergebnis ist. Ist das Ergebnis nicht optimal, müssen Sie auch weniger bezahlen. Demgegenüber kaufen Sie bei einem Arbeitsvertrag die Katze im Sack. Wenn Ihr Arbeitnehmer faul ist oder unfähig ist, zahlen Sie ihm trotzdem. Sie haben halt keinen Anspruch auf Ergebnisse. Das ist toll, das setzt Anreize, die Leute kriegen nur Geld, wenn es funktioniert. Also stellt sich eigentlich unsere Frage, ist es nicht sinnvoll, dass man alle Beziehungen über Werkverträge abwickelt? Sie kennen das alle zum Beispiel von Uber. Großes Unternehmen hat in Deutschland erhebliche Probleme mit der Taxibranche, die sich erheblich dagegen wehrt. Wenn Sie statt Autos zu mieten oder Autos zu kaufen, einfach nur pauschal pro Fahrt bezahlen, ist das nicht nur für die Autoindustrie schlecht, weil sie weniger Autos verkauft, sondern für die Umwelt gut und möglicherweise ist es auch von der effizienten Ausnutzung des Verkehrs oder des Verkehrsraums
eine bessere Sache. Und in der Tat, außerhalb des Pkw-Markts ist das der aktuelle Trend. Industrie 4.0 klingt irgendwie so wie Windows 4.0. Naja, inzwischen sind wir bei Windows 10. Irgendwie Hightech, modern. Da geht es auch um Produktion on demand. Das heißt, ausschließlich auf Basis der individuellen Nachfrage. Es wird nichts auf Halde produziert, nichts auf Lager produziert. Die ganze Kette ist automatisiert und alles ist nur da, sobald man es braucht, wie zum Beispiel das Klopapier. Naja, klingt alles toll, hat aber seine Schwächen. Und die Schwäche zeigt sich relativ schnell, wenn man sich das sogenannte Holdout-Problem anguckt. Für alle Freunde von Western, das ist so die typische Erpressungstechnik. Stellen Sie sich vor, A hat an B versprochen, etwas für 200 Euro zu liefern. Und jetzt gibt es einen C. Und dieser C sagt, naja, hier, du kriegst 100 Euro mehr. Falsch erklärt. Also stellen Sie sich vor, A ist da und B kann eine Sache, die A herstellt, für 200 verkaufen. Damit aber A an B liefern kann, muss A diese Ware von C bekommen und C verlangt von A für dieselbe Ware 100 Euro. Wenn C weiß, dass A durch den Verkauf an B einen Gewinn macht, hat er die Chance, den A zu erpressen. Nämlich, er kann sagen, hör mal, wir haben zwar ursprünglich Verträge über 100 Euro, da ich aber weiß, dass du einen Gewinn machst, sage ich, entweder du zahlst mir 150 oder ich verkaufe an jemand anderen. Andererseits, wenn A der einzige Abnehmer von C ist, kann A spiegelbildlich sagen, hör mal, du produzierst hier Sachen, die nur ich brauche und ich nehme die dir nur ab, wenn du nicht 100 Euro von mir willst, sondern 50 Euro. Und dasselbe kann er theoretisch auch bei A machen. Er sagt A zu B, du wärst bereit, mir 200 Euro zu bezahlen, aber da ich der einzige Lieferant bin, verlange ich von dir nicht 200, sondern 250 oder ich liefere einfach an jemand anderen. Und schließlich kann auch der B sagen, naja, entweder du gibst mir die Sache für 150 oder ich gehe zu einem Konkurrenten. Das heißt, jeder, der in einer solchen Beziehung beteiligt ist, hat eine Chance, den jeweils anderen zu erpressen, indem er einen höheren oder niedrigeren Preis sagt und sagt, sonst wende ich mich halt an jemand anderes. Ob diese Drohung funktioniert, hängt davon ab, ob es wirklich Alternativen gibt. Solange der C statt an A auch an X oder Y liefern kann, kann er jedem sagen, entweder du zahlst mir mehr oder ich liefere einen anderen Abnehmer. Solange der A außer C noch Variante U und V hat, kann er sich für U und V entscheiden und damit den C unter Druck setzen und sagen, entweder du gehst mit dem Preis runter oder ich gehe zur Konkurrenz. In dem Moment, wo jemand ein Monopol hat, ist die Drohung für den leicht, für die Marktgegenseite dagegen ausgeschlossen. Um dieser Situation zu entgehen, weil sie nicht wissen, wie der Markt sich entwickelt, schließen sie Dauerschuldverhältnisse. Das merken sie an ihrem eigenen Leben. Die meisten Leute schließen heutzutage Flatrates für ihr Handy ab, weil sie sagen, ach, ich möchte doch nicht für jedes Telefonat oder für jedes Kilobyte, was ich runterlade, bezahlen. Ihnen ist hoffentlich auch klar, dass solche Flatrates sich nur rechnen, weil die meisten Leute sie nicht ausschöpfen. Das heißt, wenn Sie für 9 Euro 10 Gigabyte Datenvolumen haben, dann rechnet Ihr Telefonanbieter damit, dass Sie davon nur 3 bis 4 nutzen im Schnitt, weil sonst Sie das Angebot nicht rechnen würden. Wenn alle Nutzer pro tatsächliche Nutzung bezahlen würden, wären die Preise für viele Nutzer daher niedriger. Trotzdem kalkulieren Menschen lieber ohne Risiko und kaufen mehr und zahlen daher für eine Flatrate. Erst recht ist das so bei Telefon-Flatrates. Sie kriegen heute praktisch kaum noch Verträge,
mit denen Sie nicht in alle deutschen Handynetze und ins Festnetz telefonieren können. Und der Grund dafür ist ganz einfach, die Leute haben keine Lust auf das Risiko, auf einmal viel Geld zahlen zu müssen. Trotzdem, die meisten Leute telefonieren gar nicht mehr. Heute verschickt man WhatsApp-Nachrichten oder andere Sachen. Das hat das Telefonat weitgehend ersetzt. Deshalb rechnet sich diese Flatrate normalerweise nicht. Bei einem Werkvertrag haben Sie aber außerdem Potenzial, dass man irgendwann sagt, wir erhöhen ab sofort die Preise für jedes Telefonat, weil du bist ja von uns abhängig, auch noch andere Probleme. Sie müssen nämlich außer der Kostensteigerung auch berücksichtigen, dass Sie die Sache jedes Mal abnehmen müssen und gucken müssen, ob sie wirklich in Ordnung ist. Bei der Putzfrau, die dafür bezahlt, dass das Haus am Ende glänzt, müssen Sie also am Ende gucken, ob es wirklich sauber ist. Sonst haben Sie Pech gehabt und müssen trotzdem bezahlen. Damit die Putzfrau weiß, was Sie erwarten, müssen Sie aber auch vorher genau spezifizieren, was Sie erwarten. Dieser Spezifikationsaufwand kostet Sie Zeit. Sie müssen also sagen, bitte machen Sie auch die Küchenschränke von innen sauber oder bitte putzen Sie auch den Kühlschrank. Das müssen Sie dann auch noch kommunizieren. Das heißt, es verursacht Verhandlungsaufwand. Wenn Sie jetzt von unserer Putzfrau wegdenken und denken, es geht um Zulieferer in der Industrie, sehen Sie das große Problem. Unternehmen wie VW oder BMW müssen daher den Zulieferern genau sagen, was sie brauchen, dann genau die Vertragsbedingungen aushandeln, wie viel sie brauchen und all das müssen Sie vorab wissen. Gleichzeitig wirken so Sachen wie Inflation zu Lasten derjenigen, die sich verpflichten. Wenn Sie sich verpflichten, für 1 Million Euro zu produzieren, mag das derzeit sehr lukrativ sein, weil wir eine Deflation haben und das Geld sehr stabil ist. Wenn aber die Prognosen zutreffen und wir jetzt nach der Corona-Krise einen wirtschaftlichen Zusammenbruch erleben mit Mega-Inflation und alleine mal, rechnen wir mal, 1:10 getauscht wird, dann kriegen Sie für eine Leistung, die Sie 1 Million kostet, nur noch 100.000 und haben damit einen schlechten Tausch gemacht. Denn Ihre Sachleistung wäre mehr wert als das Geld. Gleichzeitig sehen Sie sich mit der Nachfragekonkurrenz auseinandergesetzt. Das heißt, möglicherweise überbietet Sie jemand und der Anbieter sagt, ich produziere nicht mehr für dich, sondern jetzt für jemand anderen. Und dann hat VW keinen Zulieferer für Türschlösser mehr und steht dann dumm da. Außerdem gibt es einen Anreiz, überhaupt solche Verträge zu schließen auf Dauer, nämlich, dass man Sicherheit hat. Sie wissen, dass Sie die Sache kriegen und Sie vermeiden so auch möglicherweise eine Überbestellung, denn im anderen Fall müssten Sie eben nicht 1.000 Türschlösser bestellen, sondern 10.000 Türschlösser, um auch für den Fall gesichert zu sein, dass nicht geliefert werden kann. Generell haben Sie aber auch bei dem Dauervertrag, der sagt, liefere jeden Monat 1.000 Türschlösser zu einem Preis von X, Probleme. Das erste Problem ist, dass Sie sagen müssen, wie viele Türschlösser brauchen Sie oder wie viele Arbeitnehmer brauchen Sie oder wie viele Autos brauchen Sie. Das kann dazu führen, dass Sie zu groß dimensionieren. Ihre Fabrik ist zu groß, Sie haben zu viele Arbeitnehmer beschäftigt und das kann teuer werden, weil Sie das nicht mehr so einfach rückgängig machen können. Zudem haben wir eben gesehen, Sie müssen zwar bei jedem einzelnen Werkvertrag sagen, was Sie haben wollen und das kontrollieren, aber hier beim Dauerschuldverhältnis bündelt sich das alles am Anfang. Sie müssen also viel Zeit investieren, um einen vernünftigen Arbeitsvertrag und so weiter abzuschließen. Wenn Sie das hinterher ändern wollen, sind Sie genau wieder in der Erpressungslage, weil dann die Partei, die Alternativen hat, möglicherweise eine Verbesserung ihrer Konditionen erreichen will und Sie Änderungen so gar nicht erreichen können. Schließlich kommen Sie auch bei Dauerschuldverhältnissen ohne Überwachung aus. Der Zulieferer kann durchaus auch schlechte Ware liefern und da müssen Sie sicherstellen, dass auch da was Vernünftiges bei rumkommt. Das heißt, allein die dauerhafte Verpflichtung ist nicht unbedingt billiger als eine vorübergehende. Auch hier ein paar kurze Beispiele aus dem deutschen Recht. Sie kennen das Problem des Dauerschuldverhältnisses etwa im Mietrecht. Wenn Sie eine Mieterhöhung wollen als Vermieter, dann brauchen Sie grundsätzlich einen Änderungsvertrag. Und damit das funktioniert,
hat das Gesetz das erleichtert in 558.1. Der sagt nämlich, der Vermieter hat einen Anspruch auf Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, wenn die Miete seit 15 Monaten nicht erhöht wurde. Das heißt, man kann das Ganze erzwingen, indem man eine Partei zum Nachgeben verpflichtet. Sie können das Ganze auch eher wischiwaschi formulieren, wie wir das bei der Störung der Geschäftsgrundlage haben, wo wir sagen, bei erheblicher Änderung der Umstände müssen beide Parteien auf eine Anpassung des Vertrages hinwirken. Und wenn das nicht geht, wird der Vertrag halt aufgelöst. Oder sie verbieten sogar eine langfristige Bindung, was wir in der AGB-Kontrolle haben, indem wir da die Vorgabe haben, dass eine Bindung von mehr als 2 Jahren bei Verträgen über Dienst- oder Werkleistungen oder die dauerhafte Lieferung von Waren grundsätzlich nicht länger als 2 Jahre dauern darf. Das kennen Sie alle aus Ihren Handyverträgen, aber wie Sie sehen, gilt das auch für andere Verträge. Insoweit ist das Ganze also für Sie als Verbraucher schützend. Sie wissen alle, 310 Absatz 1 Satz 1, für Unternehmer sagen wir, brauchen wir das nicht. Das heißt, da können Sie auch längere Verträge schließen. Und schließlich für die Freunde des Arbeitsrechts. Auch da haben wir das Problem, dass veränderte Bedingungen möglicherweise veränderte Vertragsanforderungen voraussetzen. Aber eine Änderungskündigung ist auch im Arbeitsrecht nur bei sozialer Rechtfertigung zulässig. Also einfach zu sagen, ja, wir wechseln jetzt unseren Betrieb von der Herstellung von Röhren auf Telekommunikationsleistungen und wer das nicht mitmacht, fliegt, ist arbeitsrechtlich unzulässig. Das heißt, einmal gebunden am Dauerschuldverhältnis heißt auch immer mitgefangen und das ist ein wesentliches, interessantes Problem des Gesellschaftsrechts. Wir haben dauerhafte Bindungen, indem man einem Unternehmen beitritt. Das wird nicht so einfach aufgelöst und unsere ökonomische Frage lautet, wie kriegen wir das hin? Zusammengefasst, grundsätzlich kann man alles mit sogenannten Punktverträgen machen. Ich kaufe on demand, ich lasse on demand produzieren. In diesen Fällen ist aber das Risiko, dass das, was Sie bekommen, nicht so gut ist wie das, was Sie erwartet haben, zwar beim Schuldner, aber Sie müssen das kontrollieren und riskieren, dass Sie möglicherweise da zu wenig angefordert haben und sich dadurch einer Erpressung aussetzen. Demgegenüber bei Dauerschuldverhältnissen riskieren Sie als Gläubiger, dass Sie zu viel Personal haben, zu viele Zutaten oder zu viele angelieferte Rohstoffe. Das heißt, Sie haben einen Prognoseaufwand und Sie haben zusätzlich, wenn sich die Prognose als falsch herausstellt, einen kaum noch kontrollierbaren Anpassungs- und Beendigungsaufwand. Bei Verbraucherverträgen werden Sie dadurch geschützt, dass wir bei AGB eine Grenze setzen. Im Mietrecht werden Sie als Vermieter geschützt durch die Zustimmungspflicht des Mieters zu Mieterhöhungen. Und im Arbeitsrecht werden Sie als Arbeitnehmer dadurch geschützt, dass die Änderungskündigung besonders strengen Anforderungen genügen muss. Jetzt kommen wir stärker ins Gesellschaftsrecht rein. Und das ist schon fast eine philosophische Frage. Normalerweise, wenn wir hier eine Präsenzvorlesung haben, würde ich dann Sie abstimmen lassen, wer von Ihnen gerne als Anwalt arbeiten würde, alleinstehend in einem eigenen Büro, ohne irgendwelche Chefs, mit einer netten Sekretärin oder einem netten Sekretär und dann immer vor Gericht die Mandanten vertreten. Und wer von Ihnen dann stattdessen als Angestellter in einer Kanzlei oder als Richter oder ähnlicher in einem sicheren Job mit einem festen Gehalt tätig sein will. Und statistisch gesehen ist es meistens so, dass 75% bis 80% von Ihnen nicht sich selbstständig machen wollen, sondern als Sklave für jemand anderen tätig werden sollen. Sklave ist hier durchaus ernst gemeint. Sie kennen alle 106 Gewerbeordnung. Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit ihrer Tätigkeit nach billigem Ermessen näher bestimmen. Und das machen die Arbeitgeber durchaus, indem sie ihnen halt die Arbeit zuweisen. Sind sie selbstständig, haben sie keinen Chef
und können machen, was sie wollen. Und auch hier haben Ökonomen die ganz triviale Frage gestellt, warum sollte jemand sich in die Sklaverei verkaufen? Warum sollte jemand auf die Freiheit verzichten, sein Leben so zu gestalten, wie er möchte? Und da gibt es wirre Theorien. Die wirrste Theorien habe ich hier mal aufgeschrieben. Menschen wollen weisungsgebunden arbeiten, weil das für sie ein Glücklichmachfaktor ist. Die Zufriedenheit des Menschen steigt, wenn er abhängig ist und nicht denken muss, sondern für einen anderen arbeiten kann. Und dafür verzichten sie auch freiwillig auf Geld, um für jemand anderen zu arbeiten, ihr Gehirn abschalten zu können. Spiegelbildlich gibt es andere Arten von Menschen, die andere dominieren wollen. Die sind bereit, dafür Geld zu zahlen, dass jemand anderes für sie arbeitet und nach ihrer Pfeife tanzt. Diese Erkenntnis deckt sich weder mit der Psychologie noch mit dem Menschenbild, was wir normalerweise haben. Also die Tendenz, sich selbst zu versklaven, ist eher gering. Eine andere Überlegung ist, der Markt zwingt Leute dazu, sich in die Abhängigkeit zu verkaufen, weil Kunden Produkte wollen von Großunternehmen und nicht Produkte, die von Einzelnen hergestellt sind. Auch das ist aber nicht der Realität entsprechend. Ganz im Gegenteil, große Kunsthandwerker verdienen meist mehr als Leute, die in der Massenindustrie als Arbeitnehmer arbeiten. Super Spitzenanwälte können auch in Einzelkanzleien mehr Geld verdienen als Associate in einer Großkanzlei. Also wenn sie wirklich gut sind, wären das keine guten Argumente. Vielmehr liegt es daran, dass sie ihre Risiken und Chancen nicht richtig einschätzen können. Menschen sind verdammt schlecht darin, Prognosen zu treffen, und sie haben den großen Nachteil, dass sie die eigenen Gewinnchancen und eigenen Risiken falsch kalkulieren. Wenn Sie also die Wahl haben zwischen 100 Euro, die ich Ihnen jetzt zahle, oder einer Gewinnchance von 10% auf 1.000 Euro, würde die Mehrheit der Menschen risikoavers handeln und einfach das bare Geld nehmen und nicht die Gewinnchance. Deshalb Kündigungsschutz und festes Gehalt sind für Sie attraktiver als die Investition Ihrer Einlagen, Ihrer Fähigkeiten, Ihres Vermögens, um sich selbstständig zu machen, weil Sie nicht hoffen, entsprechend hohe Gewinne zu machen. Das ist der Regelfall der männlichen Psychologie, weil Sie haben zu viel Angst. Natürlich werden Sie, wenn Sie sich selbstständig machen, auch Gestaltungsfreiheit kriegen und potenziell mehr Gewinn. Da Sie das aber nicht richtig kalkulieren können, nehmen Sie lieber den linken, sicheren Weg. Das ist eine triviale Erkenntnis. Wir können das auch noch anders darstellen. Und das bringt uns zurück zu der Theory of the Firm, wie wir sie am Anfang kennengelernt haben. Ronald Coase, großer Ökonom, großer Juristenfreund, der immer gesagt hat, Juristen können nichts richtig, die können nur Gesetze anwenden, das sind Pencil-Pushers, inzwischen verstorben, das darf man nicht über ihn lästern, hat die brillante Erkenntnis gehabt, dass jede rechtsgeschäftliche Beziehung mit Transaktionskosten verbunden ist. Und diese Transaktionskosten haben durchaus einen entscheidungsrelevanten Faktor, weil sie führen dazu, dass bestimmte Geschäfte nicht durchgeführt werden, weil alleine die Verhandlung zu teuer wäre. Das hat auch in anderen Kontext was zu tun mit der Regulierung an sich. In dem Fall geht es aber um die Alternative. Sie vermeiden nämlich Verhandlungen, wenn Sie einseitige Weisungen erteilen können. Als Chef müssen Sie nicht Ihren Arbeitnehmer bitten und sagen, für wie viel Euro würden Sie das und das tun, sondern der ist Ihnen mit Leib und Seele verpflichtet, der muss das einfach tun. Das heißt, als Chef sparen Sie sich die Verhandlungen und können direkt Weisungen erteilen. Allerdings führt dieses Erteilen von Weisungen auch Ihrerseits zu Kosten, nämlich sogenannten Hierarchiekosten. Je mehr Arbeitnehmer Sie haben, desto schwieriger wird es, die zu kontrollieren und zu verhindern, dass die etwas anderes machen als das, was sie wollen. Und desto schwieriger wird es auch, die alle auf ein gemeinsames Ziel einzunorden. In dem Moment, wo sie mehrstufige Hierarchien einziehen, verwässert ihr Einfluss und es entstehen wieder neue Kosten. Und das sind die sogenannten Hierarchiekosten, die letztlich auch dazu führen, dass sie einen Machtverlust haben und
jeder eigennützig auf ihre Kosten handelt. Das nennt man Agency Costs. Die Kosten der Vertreter, die ohne Kontrolle handeln. Transaktionskosten sind alle Kosten, die die Preiswelt durch den Markt verursacht. Das heißt, die Information, die Verhandlung und der Vertragsschluss. Je mehr Transaktionen Sie machen, desto teurer wird das. Das ist ganz einfach. Wenn Sie einmal die Woche einkaufen gehen, dann müssen Sie sich einmal Gedanken darüber machen, was Sie kaufen. Wenn Sie dagegen jeden Mittag in ein Restaurant gehen und Sie die Speisekarte angucken, überlegen, was Sie essen wollen, kosten Sie das Zeit und Mühe und das ist vergeudete Zeit. Um das Ganze zu reduzieren, haben wir bestimmte Mechanismen, zum Beispiel allgemeine Geschäftsbedingungen, das heißt Standardverträge, die einfach immer gleich sind, wo man nicht drüber nachdenken muss. Die andere Alternative ist, wenn Sie gar nicht wissen, dass Sie eine Wahl haben und einfach das nehmen, was Sie kriegen können. Das ist der Fall, wenn jemand ein Monopol hat und es gar keine Wahl gibt. Oder aber, wenn der andere mehr weiß als Sie und Sie nur nicht wissen, was die Alternative wären, weil Sie zu dumm sind. In diesen Fällen vermeiden Sie auch natürlich die Transaktionskosten. Allerdings erreichen Sie trotzdem kein optimales Ergebnis, nur weil Sie sich schlecht informiert haben. Ich habe schon gesagt, die Hierarchie spart durchaus Kosten, aber sie verursacht auch Kosten. Denn der Arbeitgeber trägt das unternehmerische Risiko. Wenn kein Geld mehr in die Kasse kommt, hat er Pech gehabt. Er hat ein Weisungsrecht und kann entscheiden, was seine Arbeitnehmer machen in ihrer Zeit. Und er muss das sinnvoll ausnutzen. Die Arbeitnehmer haben im Normalfall, wenn sie keine variable Vergütung haben, kein Interesse daran, dass dem Unternehmen gut geht. Solange das Unternehmen nicht pleite geht und alle entlassen werden müssen, kann es ruhig dahin dümpeln, so wie sie wollen. Besondere Gewinne sind dem Arbeitnehmer grundsätzlich egal. Damit hat der Arbeitnehmer kein Interesse an der Unternehmensführung an sich, sondern er macht das, was ihm gesagt wird, aber auf keinen Fall mehr. Der Arbeitgeber muss daher vom Arbeitnehmer erfahren, welche Probleme es gibt, wie man die Produktion optimieren kann. Er muss umgekehrt mit dem Arbeitnehmer kommunizieren und ihm mitteilen, was er von ihm erwartet oder ihn fragen, was er für ihn tun kann. Und er muss Anreize setzen, damit der Arbeitnehmer das tut oder so gut tut, wie er will und auch seine eigenen Ideen reinbringt, also Sonderbonuszahlungen und Ähnliches. Das sind die trivialen Kosten. Diese Kosten werden aber exzessiv durch psychologische Phänomene. Und das fängt an mit der Idee der Ja-Sager. Ja-Sager sind Menschen, die zu allem sagen, toll, super, ja, weiter. Und dahinter steht eine einfache Überlegung. Derjenige, der seinen Chef kritisiert, hat immer Angst, den Job zu verlieren, denn der Überbringer schlechter Nachrichten wird für die schlechte Nachricht verantwortlich gemacht. Solche Ja-Sager sorgen aber dafür, dass Probleme oben gar nicht ankommen. Das heißt, unser Mensch hier auf dieser Stufe, der möglicherweise weiß, unsere Autos haben irgendwelche Probleme, wird das diesem Menschen nur dann sagen, wenn er sich das davon verspricht. Wenn er aber weiß, dass es im Zweifel auf ihn zurückfällt, dann wird er das eher verschweigen. Das heißt, ein Ja-Sager ist im Zweifel ganz schlecht, um die Informationen von unten nach oben zu kriegen. Schlechte Nachrichten werden oben verschwinden. Das Zweite ist, jeder von diesen auf dieser Ebene hat ein Interesse daran, sich unverzichtbar zu machen, um zu verhindern, dass er im Zweifel entlassen wird, wenn es dem Unternehmen schlecht geht. Das heißt, jeder von denen wird versuchen, Geheimwissen aufzubauen vor seinen Kollegen, sodass auch auf horizontaler Ebene der Informationsfluss gestört ist. Das Dritte ist, je breiter diese Ebene ist, desto eher gibt es einen Anreiz zu faulenzen. Im Sinne von, ich kann darauf vertrauen, die anderen werden schon irgendwie hinkriegen. Warum soll ich mehr tun, wenn wir doch eh nur als gesamte Ebene beurteilt werden? Und dann gibt es das nächste Problem. Auf der vertikalen Ebene versucht jeder nach oben aufzusteigen und wird daher versuchen, nicht nur auf horizontaler Ebene unverzichtbar zu sein, sondern auch versuchen, seinen Vorgesetzten möglichst von seinem Stuhl zu stoßen, das heißt, den schlecht zu machen,
um eine Ebene höher zu kommen. Das Phänomen der Ja-Sager führt auch zu einem Stille-Post-Phänomen. Gute Nachrichten werden immer mehr verstärkt, damit hier ein Lob von oben nach unten geht, während schlechte Nachrichten von unten nach oben immer mehr verwässert werden, damit man oben möglichst wenig Sanktionen erwarten muss. Das heißt, wenn Sie hier oben in der Luxusposition stehen, dann haben Sie das Risiko, dass Sie nur gute Nachrichten kriegen, auch wenn es unten wirklich finster aussieht, weil die schlechten Nachrichten verschwinden und die guten überbetont werden. Und wir kommen schließlich zum ganz schlimmen Problem des Be-Watcher-Watchers-Problems. Was meint das? Das habe ich Ihnen mal hier aus einem Kinderbuch kopiert. The Be-Watcher watched the Be-Watcher. Und Sie sehen, es gibt einen, der beobachtet die Bienen. Hier ist die Biene. Die wird beobachtet von ihm. Damit er das aber auch zuverlässig macht, wird er beobachtet von ihm, er beobachtet von ihm und so weiter, bis wir hier ganz am Ende sind. Und damit wir eine sichere Überwachung im Unternehmen sicherstellen können, brauchen wir einen, der die Überwacher überwacht, die aber wiederum von jemandem überwacht werden müssen und so weiter und so fort. Jeder Überwacher braucht einen weiteren Überwacher und jeder von denen will Geld haben, sodass sie am Ende mehr Geld für Überwachung ausgeben als für tatsächliche Tätigkeiten. Ökonomen sagen, die Überwachungskosten steigen exponentiell ab einem gewissen Tiefegrad. Das heißt, es gibt eine natürliche Grenze des Wachstums, einfach weil die Überwachung zu teuer wird und die dann nicht mehr der Herr im Haus sind. Allgemein kann man sagen, sie werden sich in eine Hierarchie strukturieren, wenn die Kosten der Überwachung niedriger sind als die Kosten von Einzelverträgen, das heißt die Kosten von Kaufverträgen, Werkverträgen und so weiter. Allerdings innerhalb der Hierarchie gibt es keinen Gleichlauf, denn der Chef kann Weisungen erteilen und überwachen, der andere kriegt ein festes Honorar und hat daher keine Anreize, diese Ziele mitzuverfolgen. Umgekehrt werden sich Leute freiwillig der Hierarchie unterwerfen, wenn die Leistung besonders wenig nachgefragt ist. Wir können auch sagen, niedrig qualifizierte Jobs werden sie oft in abhängiger Tätigkeit finden. Je höher qualifiziert sie sind, desto eher machen sie sich selbstständig. Die Überwachungskosten steigen mit der Höhe der Integration und der Tiefe der Hierarchie. Je breiter das Unternehmen aufgestellt ist, desto mehr Fachleute brauchen sie auch. Je tiefer ihre Ebenen sind, desto weniger können sie sich mit der untersten Ebene befassen, weil da notwendige Zwischenebenen erforderlich sind. Und bei jeder dieser Ebenen hat jeder Interesse, sich zu bereichern. Das heißt, der Abteilungsleiter hat Interesse, auf eigene Kosten oder auf eigene Leistung was zu erreichen, genauso wie der Dezernatsleiter oder der Sektorgeschäftsführer. So, jetzt wird es ganz verwirrend. Was leisten solche Unternehmungen nun in der Gesellschaft? Unternehmungen sind die Zusammenführung von Land, Arbeit, Kapital, Wissen und Führung zur Erreichung eines bestimmten Ergebnisses. Und das Unternehmen macht nichts anderes, als aus der Gesamtheit seiner Mittel die geeigneten auszuwählen, beziehungsweise welche fehlen, diese auf dem Markt zu beschaffen. Das heißt, Unternehmen machen nichts anderes als Bündelung und wir können es auch so sagen, sie integrieren möglichst viele Tätigkeiten. Es gibt also die grundlegende Entscheidung, was machen Sie selber und was lassen Sie andere machen? Oder anders ausgedrückt, wie viel sollte man sicherheitshalber selber machen, ohne sich auf windige Verträge und Abhängigkeiten einzulassen? Unternehmen haben sich in den letzten Jahrhunderten immer stärker ausgeprägt. Wenn Sie überlegen, im Mittelalter gab es maximal Unternehmen mit 3-4 Angestellten. Außer im Landwirtschaftsbereich, da gab es halt oft Tagelöhner, die spontan kamen. Je länger wir eine Zivilisation haben, desto intensiver werden Unternehmen auch ausgebaut. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicherlich die Kommunikation. Heute können wir leichter kommunizieren als vor 200 Jahren.
wenn Sie vor 200 Jahren ein Unternehmen hatten mit Filialen in Rostock, Berlin, Hamburg und München, dann waren Sie mit der Kutsche verdammt lange unterwegs. Heute rufen Sie einfach mal an und können sogar in Beijing oder in Tokio produzieren lassen. Das spielt keine Rolle. Die Welt ist vernetzt mit Telefon und Internet. Andererseits Technisierung. Heute können Sie in einer Fabrik sehr gut Leute unterbringen, weil Sie ein Fließband stellen können. Sie können die Waren schnell von A nach B transportieren mit Eisenbahn, Flugzeug, Schiff oder Auto. Also die Technik hat hier erhebliche Fortschritte gebracht. Aber so ganz kann man die Wirtschaft nicht rauslassen. Heute ist es auch leichter, Geld zu sammeln. Vor 500 Jahren hatten Sie halt Geld möglicherweise von Ihrem Lebensherrn oder Sie hatten Geld gespart oder geerbt. Heute kriegen Sie Geld über die Börse oder im schlimmsten Fall über Termingeschäfte, wo Sachen eben spezifisch versteigert werden. Ich habe schon eben angedeutet, es gibt eine Grenze des Wachstums, weil irgendwann die Leute ausrasten. Und das Beispiel kennen Sie alle aus der Sowjetunion, die deshalb kein Erfolg war, weil es eine übermäßig tiefe Hierarchie wird. Irgendwann haben Sie zu viele Menschen, die nicht mehr gleichspurig arbeiten. Das heißt, ein Weltkonzern, wo alle Menschen am gleichen Ziel arbeiten, ist faktisch nach dem, was wir gelernt haben, unmöglich. Die Ökonomen haben sich auch lange damit beschäftigt. Ich habe mal hier von Hayek eingeführt. Von Hayek sagt, das Hauptproblem ist, wir wissen nicht genug über den Markt, um es voll zu integrieren. Das heißt, es gibt immer einen Anreiz, Konkurrenz aufzubauen, in der Annahme, man wüsste mehr als der jetzige Marktbeherrscher. Nur der Markt kann Ihnen sagen, was erforderlich ist. Sie können nicht vorher prognostizieren, welches Produkt sich durchsetzt. Wenn es möglich wäre, das zu prognostizieren, hätten wir zum Beispiel bei Musik gar kein Problem. Dann würde jeder einen Top-Hit anbieten. Das zweite Problem ist, dass wir grundsätzlich immer das Problem haben, dass wir Informationsvorsprünge haben und eine Integration immer zum Nachteil der Marktgegenseite geht. Das ist eine relativ triviale Erkenntnis, die wir im Kartellrecht auch haben. Monopole führen zu Monopolpreise und wenn Sie sich zu sehr in Abhängigkeiten begeben und alles als Dauerschuldverhältnis machen, kommt es dazu, dass es keinerlei Dynamik mehr im Markt gibt und am Ende Sie nur noch das kriegen, was Sie immer schon gekriegt haben. Unternehmungen verknüpfen, wie gesagt, verschiedene Interessen und diese verschiedenen Interessen werden auch durch verschiedene Personen repräsentiert. So kann es sein, dass die Leute, die ihr Geld investieren, nicht identisch sind mit den Leuten, die ihre Arbeitskraft investieren. Es kann sein, dass die Zulieferer nicht unbedingt Geld investieren wollen. Und es kann sein, dass wir auch innerhalb der Geldgeber differenzieren müssen zwischen solchen, die am Gewinn beteiligt sein wollen und solchen, die einfach nur feste Zinsen haben wollen. Wenn Sie das Ganze sich vorstellen, dann sind all diese Interessen irgendwie im Unternehmen gebündelt und die sind entweder gebündelt als einklagbare Ansprüche, etwa 433.1.1 für Lieferung von Sachen oder 488.1 für die Rückzahlung oder Auszahlung eines Darlehens oder 611 für die Arbeitskraft. All diese Verträge sind einklagbar. Es gibt aber auch nicht einklagbare Erwartungen, etwa die Kreditwürdigkeit oder das, was den Börsenkurs ausmacht, die künftige Gewinnerwartung. Man unterscheidet insoweit die Shareholder, das heißt diejenigen, die ihr eigenes Vermögen investieren und am Ende profitieren von dem Vermögen, was übrig bleibt, die aber, wenn das Ganze schief geht, auch ihr Geld nicht mehr zurückkriegen, beziehungsweise nur nachrangig, wenn alle anderen Schulden befriedigt sind. Dafür, dass die Leute ihr Vermögen investieren, haben sie die originäre Entscheidungsbefugnis. Das heißt, sie sind diejenigen, die auf der Hauptversammlung abstimmen dürfen und sie sind auch diejenigen, die die Auflösung veranlassen können. Demgegenüber haben wir die Stakeholder. Die Stakeholder sind alle anderen, die einen festen Anteil kriegen. Sie kriegen also
immer ihr Geld, was sie als Gegenleistung versprochen haben. Dazu gehören Arbeitnehmer, Lieferanten und Kunden. Die haben das Risiko, dass der Vertrag nicht erfüllt wird, kriegen dann aber vorrangig ihren Anteil. Dafür, dass sie einen festen Preis kriegen und quasi nur ein Teilausfallrisiko tragen, haben sie grundsätzlich keine Entscheidungsrechte. Ausnahme sind hier namentlich die Arbeitnehmer, die im Wege der unternehmerischen Mitbestimmung eben ein Mitspracherecht haben und da im Aufsichtsrat Entscheidungen beeinflussen können. Was soll nun eine Unternehmensleitung machen oder anders gefragt, woran orientiert sich die Unternehmensleitung? Und die Ökonomen haben da früher ganz trivial gedacht, Unternehmensleitung bedeutet Gewinn maximieren. Gewinn maximieren heißt entweder den Umsatz erhöhen oder die Kosten senken und dadurch haben sie am Ende mehr in der Tasche. Klingt auf dem Papier gut, gibt aber das erste Problem, für welche Zeitspanne? Es gibt nämlich kurzfristige und langfristige Gewinne. Sie können ein Unternehmen wie eine Zitrone auspressen und einfach so laufen lassen, dass es jetzt am effizientesten läuft. Sie investieren keinen Cent in Forschung und Entwicklung. Sie lassen es einfach jetzt laufen. Dadurch optimieren Sie dieses Jahr die Gewinne, weil Sie weniger Kosten haben. In 3-4 Jahren sind Sie weg vom Markt, weil Ihr Produkt total veraltet ist. Aber Sie haben die Gewinne optimiert. Das zweite Problem ist, wie Sie Gewinne definieren. Denn es klingt zwar gut, die Kosten vom Umsatz abzuziehen, aber es gibt dabei das weitere Problem. Naja, wenn Sie jetzt dadurch eine langfristige Bindung erzielen, haben Sie möglicherweise mehr erreicht, als wenn Sie jetzt möglichst viele Produkte verramschen. Das heißt, auch hier ist der Begriff Gewinn nicht eindeutig. Ist der Gewinn auch ein Reputationsgewinn oder geht es wirklich nur ums Geld? Und wenn es ums Geld geht, haben Sie dann wirklich ein sinnvolles Ziel. Das haben die Ökonomen erkannt und einige sagen, naja, wir lösen das Problem und stellen gar nicht darauf ab, dass es um Gewinne geht, sondern es geht nur um die Verkaufszahlen. Das heißt, um die optimalen Gewinne aus der konkreten Transaktion. Das überzeugt aber auch nicht wirklich, weil nicht jedes Unternehmen auf Masse ausgelegt ist. Wenn Sie ein ganz exklusives Produkt anbieten, reicht es auch, wenn Sie das zu einem möglichst hohen Preis verkaufen. Das heißt, auch diese Variante funktioniert nicht. Eine andere Erklärung ist, es geht um Wachstum. Wachstum in dem Sinne, dass man versuchen soll, möglichst das Unternehmen in ein großes Volumen zu bringen. Und zwar sowohl auf dem Produktmarkt als auch auf dem Kapitalmarkt. Kapitalmarkt heißt, man möchte möglichst viel Geld mit neuen Aktien erwerben. Produktmarkt heißt, man möchte möglichst viel Geld erwerben durch Verkaufserlöse. Mehr Aktionäre kriege ich, wenn ich ihnen eine hohe Dividende auszahle. Eine hohe Dividende kriege ich, wenn ich viele Produkte verkaufe. Und so gibt es letztendlich ein Gleichgewicht. Sie werden irgendwann einen Punkt haben, wo mehr Geld ihnen nicht ermöglicht, mehr Produkte zu verkaufen. Dadurch haben sie das Gleichgewicht erreicht und können ihre Aktien quasi nicht mehr neu ausgeben und das Maximum ist erreicht. Damit wird auch gleichzeitig der Interessenausgleich zwischen den Investoren und den Managern erzielt. Die Aktionäre wollen möglichst viel Gewinn im Sinne von einer Dividende, während der Manager kriegt ein festes Gehalt und er möchte auf jeden Fall seinen Job nicht verlieren. Seinen Job verliert er nicht, solange er gute Dividende zahlt und so hat man einen rechnerischen Ausgleich und alles bewegt sich schön im Kreis. Das klingt auf den ersten Blick toll und ist ein wunderbares Idealbild, aber die Ökonomen haben sich dann zusammengesetzt mit Psychologen und haben erkannt, das würde voraussetzen, dass Aktionäre und Vorstände wirklich wissen, wie viel Gewinn man hätte erzielen können. Und das ist nicht der Fall, denn jeder hat Wissenslücken über die Potenziale. Gleichzeitig haben Menschen auch gewisse Vorbehalte, die irrational sind und die führen dazu, dass sie gar nicht das Optimale investieren. Und so ist das Ergebnis, dass de facto das Ziel Wachstum rationales Verhalten eigentlich ausschließt.
Und stattdessen werden viele Investoren einfach das nehmen, was auf den ersten Blick ihre Bedürfnisse befriedigt. Und wenn man von der Prämisse ausgeht, dass Aktionäre den billigsten und einfachsten Weg wählen, dann bedeutet das für Sie als Vorstand, es ist Ihr Ziel, möglichst die Interessengruppen zufriedenzustellen. Und das geht, indem Sie Ihre Erwartungen befriedigen. Sie müssen also nicht das Optimum erreichen, sondern Sie müssen nur das erreichen, was die Leute vernünftigerweise erwarten. Und das ist im Regelfall, Sie sollten das erreichen, was auch die Konkurrenz erreicht. Wenn Daimler weniger Gewinn macht als VW, ist das schlecht. Wenn die aber im gleichen Rahmen sind, dann können beide sich auf die Schulter klopfen. Das klingt ein bisschen nach Kartell, aber im Ansatz ist es der gleiche Gedanke. Wir wollen, dass die Unternehmen versuchen, sich zu orientieren an dem, was der Markt erwartet. Und wenn sie das tun, dann kriegen sie auch viele Aktionäre und alle sind glücklich. Was können wir zusammenfassen? Integration ist eine tolle Sache. Sie erreichen Synergieeffekte und Skaleneffekte, weil sie mehr produzieren als vorher. Ob die Skaleneffekte den Wettbewerb fördern, beziehungsweise den Wohlstand fördern, hängt davon ab, ob es noch Wettbewerb gibt. Wenn Sie ein Monopol haben, dann werden Sie Monopolpreise nehmen und dann leidet die Gesamtwirtschaft darunter. Die Integration führt dazu, dass Sie eine Vielzahl von Erwartungen erfüllen müssen und die stehen möglicherweise in einem Konflikt. Sie müssen dabei nur die Erwartungen erfüllen und nicht versuchen, ein einzelnes Ziel zu optimieren. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich schon gesagt habe. Warum machen wir Gesellschaften auf Dauer und nicht nur als Gelegenheitsgesellschaften? Und die einfachste Antwort dazu finden wir im Recht der geschäftlichen Bezeichnungen, 15 Absatz 2 Markengesetz. Geschäftliche Bezeichnungen werden geschützt vor Verwechslungen. Das heißt, wenn Sie einmal einen guten Ruf haben, dann können Sie den behalten. Ein Unternehmen ist immer one face to the public, im Sinne von, Sie haben damit garantiert, dass das Ganze eine gewisse Qualität hat. Wo Apple draufsteht, ist auch Apple drin. Oder wie Klaus Hipp sagen würde, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Das heißt, das Ganze ist verknüpft mit einer gewissen Qualitätsvorstellung. Und die hängt nicht an natürlichen Personen wie Klaus Hipp, denn Unternehmen wie Coca-Cola können alleine durch ihren Namen Menschen beeinflussen. Coca-Cola vermittelt ein gutes, zufriedenes Gefühl. Wer Cola trinkt, ist glücklich. Das Ganze hat auch eine negative Dimension. Wenn es einen Skandal gibt in einem Unternehmen, dann hängt der auch an dem Unternehmen als solches. Dieser Skandal bei VW sorgt dafür, dass das Unternehmen damit belastet ist. Sie sehen das immer am Aktienkurs. Der Börsenkurs sinkt. Nicht nur in Erwartung dessen, dass es irgendwelche Bußgelder und Schadensersatzforderungen gibt, sondern auch in Erwartung dessen, dass die Kunden daraufhin weniger Vertrauen haben und zu anderen Automobilherstellern wechseln. Damit diese Verantwortung auch durchgesetzt werden kann, müssen Unternehmen denklogisch auch rechtsfähig sein. Das heißt, sie müssen sie verklagen können und damit ihre Ansprüche durchsetzen können. Das sehen wir im kleinen Umfang auch im Recht des HGB. Wenn es um die Firma geht, die von den Erben fortgeführt werden darf unter dem Namen des Verstorbenen. Das haben wir in 22. Wenn ich die Firma fortführe, dann habe ich hinterher eben denselben Namen, obwohl der Namensinhaber damit gar nichts zu tun hat. Und nach 25, 27 HGB hafte ich dann auch für die früheren Schulden. So kann es einen Modellbahnbetrieb Angelika Würz geben, der gar nicht mit Angelika Würz zu tun hat, sondern von einem Uwe Erb betrieben wird, wie ich ihn mal hier als Beispiel rausgesucht habe. Das heißt, der Modellspielwarenvertrieb hat immer noch den Personennamen einer Person, die aber gar nicht mehr Inhaber ist. Das ist die Separation des Unternehmens von dem dahinterstehenden Menschen. Kennen wir aus dem Personengesellschaftsrecht. Wenn in der OAG einer stirbt, ist der halt raus, aber die OAG geht weiter. Unternehmen sind deshalb toll als Zurechnungsobjekte, weil sie kriegen dann das Hierarchieproblem gelöst, die Delegation verschwindet, das Unternehmen muss sich das Verschulden in der gesamten Ebene zurechnen lassen.
Und das geht sogar so weit, dass wir Organisationsverschulden haben. Das heißt, das Unternehmen haftet auch für das Fehlen von Personen. Und wir haben Wissenszusammenrechnung. Das heißt, aktenmäßig festgehaltenes Wissen wird dem Gesamtunternehmen zugerechnet, sodass auch die Verteilung von Kompetenzen da keine Flucht ermöglicht. Das Unternehmen ist also eine Megaperson, was praktisch sehr nützlich ist für die Rechtsdurchsetzung. Gleichzeitig hat das Ganze auch den Vorteil, dass es mehr Geld drin. Die Bayer AG hat mehr Geld als irgendeiner, der im Labor Medikamente zusammenschüttet. Und so hat man eben eine größere Rückgriffsmasse in der ganzen Sache. Das führt auch zu Folgeproblemen, wie Sie etwa im Kartellrecht vielleicht schon mal gehört haben, nämlich dann, wenn es um Regress geht. Wenn ein Kartellbußgeld gegen die Bayer AG in Höhe von 100 Millionen verhängt wird, dann kann die Bayer AG zwar nach der Gesetzessystematik Regress nehmen bei ihrem Vorstand, 93.112 Aktiengesetz, aber der Vorstand wird keine 100 Millionen haben, sodass dieser Regress praktisch in die Leere geht. Gleichzeitig nimmt die Schadenshöhe immer exorbitant mit der Größe zu. Ein Unternehmen, was nur einen Kunden hat, der kleine Bauunternehmer, der nur gleichzeitig in einem Haus streichen kann, kann nur einen geringen Schaden anrichten. Wer ein Unternehmen, was weltweit Produkte verkauft, kann ganz schnell Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Das Problem sehen wir auch im Strafrecht. Sie haben vielleicht alle mitbekommen, die Diskussion um Verbandssanktionengesetz. Derzeit haben wir nur die Festsetzung von Geldbußen gegen juristische Personen, Personenvereinigungen, wenn ein Organ oder ein vertretungsberechtigter Gesellschafter hier Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begeht. Allerdings erreichen wir eine gewisse Kontrolle, indem wir verhindern, dass Menschen, die unzuverlässig das Unternehmen leiten, und das erreichen wir mit den Inhabilitätsregelungen etwa in 76.3 Aktiengesetz oder 6.2 GmbH-Gesetz. Da sind bestimmte Straftaten aufgeführt und die bewirken, dass sie dadurch nicht mehr in der Lage sind, Vorstand eines Unternehmens zu sein, sodass die Unternehmensleitung zumindest eine gewisse Mindestzuverlässigkeit haben muss. Um Ihnen das Problem der Rechtsfähigkeit zu zeigen, möchte ich aber auch ein Gegenbeispiel machen, was viele meiner Kollegen im Gesellschaftsrecht, zumindest aus ökonomischer Sicht, wenig überzeugend lösen. Sie haben vielleicht alle von diesem legendären Abiturjahrgangfall gehört. Wenn nicht, erkläre ich Ihnen ganz kurz. Sie haben alle mal Abitur gemacht, es gab eine Abi-Feier und hier gab es ein Abiballkomitee und das hat eine Band gebucht. Und die Band sollte für 1.800 Euro irgendwas präsentieren, also Musik machen und Gesang. Aber es gab nicht genug Geld auf den Abi-Finanzierungspartys. Und so rief das Komitee an und sagte, nö, wir brauchen sie nicht. Tut uns echt leid. Und die Band verklagte jetzt den Abiturjahrgang unter dieser Bezeichnung auf Zahlung von 90 Euro, was in dem Fall eben hier die Aufwendungen waren, die schon getätigt worden waren. Und das Gericht hat gesagt, ja, das geht, die sind eine GbR und damit haften die als rechtsfähige Personengesellschaft. Ökonomisch müssen wir uns fragen, ist damit irgendetwas gewonnen, wenn wir die als rechtsfähig erklären? Denn dieser Abiturjahrgang hat eben nur für diesen Anlass Verträge abgeschlossen. Das heißt, er hat kein eigenes Vermögen. Ein Titel gegen die Abiturjahrgang GbR ist zwar theoretisch denkbar, aber um ihn zu vollstrecken, müsste ich trotzdem Titel gegen die Abiturienten erwerben. Das heißt, ich müsste die individuell verklagen. Zum Zweiten haben sie das Problem, dass sie dann nachweisen müssen, dass hier wirklich einstimmig die Beauftragung beschlossen worden ist. Und im Zweifel wird da irgendjemand dagegen gestimmt haben, wie ich meine Erfahrung kenne. Und last but not least haben sie bei einer GbR mit einer Größe von 50 bis 100 Leuten auch noch das Folgeproblem, wer die denn wirklich vertreten darf in diesem Prozess. Denn das Komitee mag vielleicht Verträge abschließen dürfen, aber ob es Vertretungsmacht hat in solchen Rechtsstreitigkeiten, muss sehr bezweifelt werden. Wenn Sie aber ohnehin jeden Einzelnen anschreiben müssen als Beklagten, dann können Sie die auch einzeln verklagen und gewinnen nichts dadurch, dass Sie hier Rechtsfähigkeit annehmen. Also die Idee, Rechtsfähigkeit zu bejahen, dient nur dann der Effizienzsteigerung,
wenn auch wirklich ein Vermögen da ist und dadurch unnötige Individualklagen vermieden werden. Das ist beim Abiturjahrgang nicht der Fall. Daher ist die Annahme der Rechtsfähigkeit hier, zumindest aus ökonomischen Gründen, nicht überzeugend. Auch hier wieder ein Zwischenergebnis. Wenn wir Unternehmen als rechtsfähige Institution anerkennen, erreichen wir damit Dauerhaftigkeit. Der Name bleibt bestehen, Unternehmen können über 100 Jahre überleben. Wenn es nur um Menschen geht, wäre das nicht der Fall. Diese dauerhafte Institution ermöglicht auch Prognosen für den Markt. Sie wissen also, ein Apple iPhone hat eine gewisse Qualität, das schützt Ihre Daten. Oder Coca-Cola verursacht Knochenschäden und deshalb sollten Sie da die Finger von lassen. Gleichzeitig ist das Ganze für Prozesse sehr sinnvoll. Sie können Wissen zusammenrechnen und Verantwortung bündeln. Sie müssen nicht rausfinden, welcher Mitarbeiter schuld war. Sie müssen nicht rausfinden, ob der Vorstand es selber gewusst hat. Sie können das Ganze bündeln und das Ganze spart auch Geld bei Übertragungen. Sie müssen nicht jede einzelne Maschine, jedes einzelne Patent und Ähnliches übertragen, sondern Sie können einfach nur Anteile veräußern und damit en bloc das Unternehmen als Einheit übertragen. Demgegenüber brauchen Sie keine Rechtsfähigkeit, wenn Sie dadurch nirgendwo was sparen, wie in unserem Abiturjahrgang-Beispiel. Also Rechtsfähigkeit ist durchaus kritisch zu beurteilen. Jetzt wird es schon ganz philosophisch. Warum gibt es Gesellschaft mit mehr als einer Person? Denn schon Schiller sagte uns, der Starke ist am mächtigsten allein. Oder für Sie als große Freund der Firma Apple. Apple lebte von Steve Jobs und seitdem der weg ist, meckern alle Apple-Fans, haben die nichts mehr Innovatives geleistet. Da können wir uns ja fragen, wofür brauchte Steve Jobs Apple? Hätte er nicht auch die Steve Jobs UG haftungsbeschränkt gründen können und einfach selber tätig sein können. Das ist kein neues Konzept. Ich habe mal hier die deutschen Sprichwörter gebracht. Da finden sich so tolle Sachen wie Kumpanei ist Lumperei oder ein Genoss baut auf, zwei Genoss reißt nieder. Das heißt, wer mit anderen zusammenarbeitet, ist selber schuld. Und auch sonst ist Zusammenarbeit immer etwas kritisch zu sehen. Sie wissen, Vereinbarungen, die den Wettbewerb beschränken, sind verboten. Wenn sich aber zwei Unternehmen zusammentun, gibt es am Ende einen Wettbewerber weniger, sodass man der Meinung sein könnte, ist doch Mist, soll lieber jeder für sich arbeiten. Warum sollen zwei gute Handwerker gemeinsam auftreten? Andererseits haben wir für Zusammenschlüsse sehr viel kulantere Regelungen in 35 Folgen GWB und brauchen da eine erhebliche Behinderung des Wettbewerbs. Das heißt, alleine die Vereinbarung zusammenzugehen, ist offenbar kein Verstoß gegen das Kartellverbot. Der Grund, warum wir Zusammenschlüsse von Menschen generell gut finden, ist zunächst ein ganz trivialer. Nämlich das sogenannte Condorcet-Jury-Theorem, was ganz einfach sagt, wenn ein Mensch eine Trefferquote von über 50% hat, steigt die Trefferquote mit jedem Menschen, den ich dazu nehme, immer weiter. Wir kennen das auch als das Erbsenglasphänomen. Sie kennen das vielleicht von so Schulfesten, wo so Gläser sind, wo drauf steht, wie viele Erbsen sind da drin. Und wir sagen, je mehr Leute schätzen, desto näher nähert man sich der Wahrheit an. In der Praxis findet das Condorcet-Jury-Theorem Anwendung da, wo es auch schon der Name andeutet, nämlich in den Jury-Systemen der USA. Und wir sagen, bei 12 Leuten, von denen jeder eine 51%ige Chance hat, das richtige Urteil zu treffen, haben wir eine ganz gute Chance, dass das Richtige rauskommt. Je mehr Leute im Vorstand sitzen, desto besser die Ergebnisse. Wir haben eben schon gesehen, Gesellschafter sind die riskieren, am Ende gar nichts rauszubekommen, aber auch die Gewinne als solche behalten dürfen. Demgegenüber sind Kreditgeber Leute, die feste Gewinne kriegen, sowie Lieferanten und Arbeitnehmer. Die Gesellschafter haben damit das Alleinentscheidungsrecht. Demgegenüber können die Kreditgeber nur dann Aufsicht ausüben, wenn es vereinbart ist oder wenn eine entsprechende Mitsprache vereinbart ist. Wenn Sie Leute zusammenschließen zu einem solchen Verband, gibt es aber immer Probleme. Nämlich zum Beispiel
in einem Fall, wo sich 10 Fischer ein gemeinsames Fischerboot kaufen. Die müssen entscheiden, wo wird das Boot eingesetzt, wo sollen die Fische gefangen werden. Oder wo soll, oder wer kriegt die Gewinne, wie werden die Fische, die gefangen werden, verteilt, wenn das alles zusammengehört. Schließlich gibt es auch ein Haftungsproblem. Wer haftet für Vertragsstrafen und Bußgelder? Wenn das Schiff im falschen Gebiet fährt, müssen sich das alle teilen oder derjenige, der es gefahren hat oder derjenige, der den Fang kriegen sollte. All diese Fragen müssen vorab geklärt werden und der Ökonom subsumiert das Ganze oder definiert das Ganze als Probleme der Verbandsverfassung. Wie ist ein Verband strukturiert? Das Ganze setzt aber auch voraus, dass man die vorherigen Vereinbarungen regelmäßig kontrolliert und durchsetzt. Und gegebenenfalls, wenn sie sich als unzweckmäßig darstellen, Nachverhandlungen führt. Das bedeutet, bevor Sie investieren, sollten Sie sich klar sein, dass Sie sich dadurch binden. Wenn Sie also Aktien kaufen, lesen Sie die Satzung. Wenn Sie GmbH-Geschäftsanteile kaufen, lesen Sie den Gesellschaftsvertrag. Und wenn Sie in eine OAG kommen, lassen Sie sich genau den Vertrag vorlegen und erklären, was gemeint ist. Wenn Sie aus dem Unternehmen wieder raus wollen, verzichten Sie möglicherweise auf Gewinne, etwa weil der Börsenkurs Ihrer Aktie gesunken ist oder weil Sie nur noch jemanden finden, der den Anteil zu einem niedrigeren Erlös kaufen will, als Sie ursprünglich bezahlt haben. Auch da kann man Schiller zitieren, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Wenn Sie einmal drin sind, kann es sein, dass Sie nicht mehr so einfach wieder rauskommen. Im Extremfall haben Sie eine Vinkulierung und sind damit in dem Unternehmen langfristig gebunden. Wenn Sie sich mit anderen Leuten zusammenschließen, kennen Sie aber auch alle das Problem aus eigener Erfahrung, Gruppenarbeit. Jeder muss Einsatz bringen, damit alle einen Gewinn kriegen und da gibt es den sogenannten Teameffekt. Teameffekt kennen Sie alle, weil Team steht nämlich für toll, ein anderer macht, oder der Ökonom würde es als Free Riding Problematik bezeichnen. Wenn Sie genau wissen, Sie sind im Vorstand, aber es gibt noch 4 andere, dann können Sie sich darauf verlassen, dass die 4 anderen das machen. Und so wird das dann jeder der 5 behaupten und alle schieben sich die Schuld gegenseitig zu. Das Phänomen kennen Sie aus dem Strafrecht, Lederspray-Fall, muss ich aber hier nicht im Detail erklären. Gesellschafter werden regelmäßig nicht überwachen. Aus dem schlichten Grund, dass sie regelmäßig gar keine Ahnung über die alltäglichen Geschäfte haben und das nicht hinkriegen. Je höher ihre Beteiligung ist, desto mehr werden sie überwachen. Je geringer die Beteiligung ist, desto mehr haben sie andere Zeit zu verbringen. Das Ganze führt zu einem Phänomen, was sich rationale Apathie nennt in den Aktiengesellschaften. Die Aktionäre tun schlicht nichts. Nur wenn sie unzufrieden sind, verkaufen sie ihre Aktien. Und dass sich nicht mehrere Aktionäre zusammentun, liegt schlicht daran, dass der Aufwand der Koordination so hoch ist, denn sie kennen die anderen ja gar nicht. Und bevor sie zur Hauptversammlung fahren, um da zu diskutieren, muss schon einiges passieren, denn das kostet ja Zeit und Geld, sodass Minderheitsaktionäre im Grunde nichts tun werden. Gesellschaften sind also grundsätzlich gut, weil mehr Leute generell eine bessere Qualität gewährleisten. Andererseits braucht man auch einen Grund, warum eine Person auf den selbst erwirtschafteten Gewinn verzichtet. Und dieser Grund liegt darin, dass man eben hierdurch Synergien schafft und Skaleneffekte. Gesellschaften haben aber auch die Gefahr, dass sich Leute zurückziehen, das heißt, sich darauf verlassen, dass andere es machen und bei kleiner Beteiligung zu rationaler Apathie führen und der Koordinationsaufwand letztlich gestreut wird. Schließlich, je mehr Leute sich zu Gesellschaften zusammenschließen, desto weniger Einzelunternehmen gibt es, desto weniger Wettbewerb gibt es. Und das ist ein kartellrechtliches Problem, was aber hier ausgeklammert bleibt. Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich der Haftung. Haftung ganz allgemein soll sie zu einem gewissen Verhalten bringen, nämlich, dass sie Schäden vermeiden. Gleichzeitig soll es verhindern, dass die Allgemeinheit Kosten tragen muss, die sie hätten vermeiden können. Das heißt, dass die Krankenversicherung oder der Staat einspringen muss, um ihre Schäden zu beseitigen.
Wenn Sie die Haftung beschränken, führt das dazu, dass die Kosten auf die Allgemeinheit verlagert werden oder ein bestimmtes Verhalten subventioniert wird. Und die Frage ist, ob das auch wirklich dann gilt, wenn wir große Massenschäden haben. Das Gesellschaftsrecht kennt 128.1 HGB, der uns sagt, die Gesellschafter haften als Gesamtschuldner persönlich. Und entsprechend auch der BGH, der sagt, das ist sogar ein allgemeiner Grundsatz des Handelsrechts, dass alle Personen, die Geschäfte betreiben, mit ihrem gesamten Vermögen haften, wenn es keine Sonderregeln gibt. Klingt auf dem Papier super, wer Geschäfte macht, haftet dafür. Auf den zweiten Blick ist das aber leicht zu umgehen. Der einfachste Weg ist, Sie heiraten und das Vermögen liegt bei Ihrem Ehegatten oder Ihrer Ehegattin und die macht damit, was sie will. Das heißt, Sie fahren mit dem Porsche, das ist aber nicht Ihr Porsche, sondern gehört Ihrer Frau. Und Sie wissen, wir haben in Deutschland grundsätzlich Gütertrennung, das heißt Zugewinngemeinschaft, das heißt, die Gläubiger kommen an dieses Vermögen nicht ran. Alternativ können Sie auch Strohleute vorschieben, die Geschäfte für Sie machen. Dann haftet halt der Obdachlose aus der Unterführung für die Schulden und Sie greifen in die Kasse und nehmen das Geld raus. Oder rein faktisch verstecken Sie Ihr Vermögen irgendwo im Ausland, dann mag es da liegen, aber die Gläubiger kommen praktisch nicht daran, außer sie erwerben sich einen Titel in Papua-Neuguinea, was möglicherweise sehr aufwendig ist. Das heißt, selbst die gesetzlich angeordnete persönliche Haftung lässt sich leicht umgehen, sodass man sich fragen muss, ist das wirklich eine sinnvolle Konstruktion? Das Ganze hat noch ein weiteres Problem. Die persönliche Haftung bedeutet nämlich auch, dass Sie die irgendwie abwehren können müssen. Und im Recht der GbR ist die Konsequenz, dass alle Gesellschafter zustimmen müssen, denn Haftung und Verantwortung sollen in einer Hand liegen. Sie kennen das von Spider-Man, mit großer Macht kommt große Verantwortung. In der OHG ist das etwas aufgewässert, indem Sie hier ein Widerspruchsrecht haben von den Gesellschaftern, die nicht eine Entscheidung getroffen haben oder ausnahmsweise auch hier außergewöhnliche Geschäfte haben oder Geschäfte, die im Gesellschaftsvertrag vorgesehen sind, wo dann alle zustimmen müssen. Allerdings, diese Überwachung skaliert extrem schlecht. Wenn Sie ein Unternehmen haben, was von einem Unternehmer geführt wird, kann der genau wissen, was passiert. Ist dieser eine Unternehmer aber an 10 oder sogar an 1000 Unternehmen beteiligt, kann er das nicht mehr ernsthaft überwachen. Wenn Sie Aktien haben von 1000 Unternehmen, können Sie nicht wissen, was in denen alles passiert. Umgekehrt, wenn ein Unternehmen von 1, 10 oder 1000 Unternehmern betrieben wird, müssen diese Unternehmer sich gegenseitig koordinieren und das kostet alles viel Geld. Gleichzeitig muss man sich immer fragen, kann ich einem Unternehmer vertrauen, dass er auch auf mein Vermögen Rücksicht nimmt? Wenn ich also 3 Gesellschafter habe, warum soll Gesellschafter 2 auf das von Gesellschafter 1 Rücksicht nehmen? Vereinfacht kann man zusammenfassen als Kontrolle skaliert extrem schlecht. Unbeschränkte Haftung führt auch dazu, dass Sie Ihre Eier möglichst in einen Korb legen, weil Sie nur ein Unternehmen spezifisch überwachen können. Das führt zu großen, starken Unternehmen und die Macht konzentriert sich auf diesen wenigen Unternehmen. Das heißt, ohne Haftungsbeschränkung ist die Macht gebündelt. Das ist mit Sicherheit nicht sinnvoll. Zudem haben wir zusätzlichen staatlichen Aufwand, denn dadurch, dass jemand haftet, heißt noch lange nicht, dass ich ihn leicht in Anspruch nehmen kann. Das heißt, ich habe Inregressansprüche unter den Gesellschaftern, ich habe Prozesse gegen die Gesellschaft und die Gläubiger und es investiert keiner Geld in Unternehmen, weil er eben im Privatvermögen haftet. Das passt also auch. Dann haben wir Regelungen zur Haftungsbeschränkung. Zunächst mal in der Partnerschaftsgesellschaft für Berufsfehler. Sie kennen auch die PartMBB, die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung aus der Pflichtvorlesung. Da haftet nur das Gesellschaftsvermögen und stattdessen eine Versicherung. Wir kennen die OHG, wo einzelne Gesellschafter nur begrenzt haften. Und wir kennen schließlich die Kapitalgesellschaft. Das Ganze ähnelt in gewisser Weise besonders wünschenswerten Tätigkeiten, etwa
bei Lufttransport, wo die Haftung für Gepäck beschränkt ist, oder bei Atomhaftung, wo die Haftung für Atomunfälle privilegiert ist. Der Grund dahinter ist in beiden Fällen, dass man bestimmte wünschenswerte Tätigkeiten fördern will. Und generell sagen wir, die Tätigkeiten von Unternehmen sind förderwürdig. Man kann es auch so sagen, die Haftungsbeschränkung der juristischen Personen ist die größte Erfindung der modernen Zeit, wichtiger noch als Dampfmaschinen und Elektrizität, denn dadurch erreichen wir, dass Leute überhaupt freiwillig investieren. Sie kennen das in 13 GmbH-Gesetz oder 1 Aktiengesetz. Lustigerweise ist das nicht immer so gewesen. Es gab eine Zeit, wo als Alternative gesagt worden ist, die Gesellschafter haften anteilig in Höhe ihrer Beteiligung im Außenverhältnis. Das wird in Deutschland immer noch diskutiert für die Vor-GmbH, aber in der goldenen Zeit des Gesellschaftsrechts im frühen 20. und späten 19. Jahrhundert war das sogar eine denkbare rechtliche Gestaltung, etwa in den USA. American Express kennen Sie alle als Kreditkartenunternehmen und die waren bis 1965 eine Gesellschaft, wo die Aktionäre mit ihrem Privatvermögen hafteten, allerdings nur in Höhe ihrer jeweiligen Beteiligung. Und in der Tat, der stärkste Aktionär hielt 10% der Aktien, der hätte also für jede Schuld von American Express in Höhe von 10% gehaftet. Das funktionierte bei American Express deshalb, weil man sich so sicher war, dass das Vermögen der Gesellschaft reicht, dass diese anteilige Außenhaftung nie gezogen wurde und zudem der Aufwand durch den Streubesitz viel zu hoch gewesen wäre. Denn wenn Sie einen Schaden von 1 Million gehabt hätten, hätten Sie dann 1 Million verschiedene Personen verklagen müssen. Auch der Markt findet es toll, wenn Personen beschränkt haften, denn interessanterweise, in Schottland gab es im 19. Jahrhundert Banken, die unbeschränkte Haftung hatten und Banken, die beschränkte Haftung hatten. Interessanterweise gaben die Banken mit der beschränkten Haftung höhere Zinsen und bekamen dadurch viel mehr Geld, sodass letztendlich es gar keinen Anreiz gab, dass jemand mit seinem Privatvermögen haftete. Gut, damit wäre ich jetzt auch am Ende. Ich kann Ihnen noch sagen, die Haftungsbeschränkung dient zudem dazu, dass wir viele Kleinunternehmen erhalten, was wieder im Kartellrecht eine tolle Sache ist. Wir vermeiden Privatinsolvenzen, das heißt, wir müssen nicht gucken, dass wir Fernseher fänden und Ähnliches. Wir schützen die Privatsphäre der Menschen, was verfassungsrechtlich eine tolle Sache ist. Und wir ermöglichen Leuten überhaupt erst Risiken einzugehen, was durchaus auch wünschenswert ist, um den Fortschritt zu gewährleisten. Insgesamt also eine tolle Sache. Was das Ganze nicht beantworten kann, ist die Frage, warum gibt es überhaupt Konzerne? Denn dass sich Unternehmen, die schon beschränkt haften, noch weiter diversifizieren, kann man damit nicht rechtfertigen, denn da ist ja schon der Gesellschafter raus und dass man juristische Personen schützen muss, ist keineswegs gewährleistet. Das heißt, Gesellschaften als Gesellschafter ist ein Problem, wo die Ökonomie noch keine rechte Antwort zu findet. Die Diversifizierung könnte genauso gut eine Ebene höher erfolgen, aber wir nehmen das momentan konstruktiv so hin. Die Aufweichungen sehen wir aber schon bei Kartellrecht und Umweltcompliance. Das heißt, es kann sein, dass wir in 30 oder 40 Jahren kein Konzernrecht mehr haben, sondern die nur noch als Einheitsgesellschaft mit einer Außenhaftung behandeln. Ja, damit wäre ich mit dem Thema, was ist eine Unternehmung, am Ende. Zusammengefasst kann man also sagen, Gesellschaften sind eine Entwicklung, die Kosten sparen. Allerdings gibt es auch gewisse Abläufe, die aufwendiger sind, die Koordination der Gesellschafter und auch die Kosten für die Haftungsbeschränkung. Das sind alles Probleme, die das Gesellschaftsrecht seit 100 Jahren mit sich rumschleppt und die immer wieder Randkorrekturen erfahren, für die wir aber noch keine Patentlösung gefunden haben. So, ich bin jetzt schon über die Zeit und daher würde ich sagen, hören wir hier auf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis demnächst.